Nur ein kurzer Gedanke. Kommen wir zur Rubrik Nur ein kurzer Gedanke. Immer zu Beginn eines Podcasts von uns. Also, ich nehme Sie wieder mit ein kleines bisschen in meine Gedankenwelt und schilder Ihnen, was mich im Moment so umtreibt. Diese Ausgabe der Serie Nur ein kurzer Gedanke habe ich genannt So nah und doch so fern. Inwieweit sind Hochschullehrerinnen und Lehrer überhaupt an der Praxis? Inwieweit müssen sie daran sein? Ich selbst aber habe, das Dialogzentrum ist ja an der Hochschule Osnabrück und ich gebe dort an der Hochschule auch Vorlesungen in pflegewissenschaftlichen Studiengängen und Pflegemanagement-Studiengängen. Und habe auch Vorlesungen gegeben, sowohl an der Universität Wittenherdecke damals, in Salzburg an der Uni und mache dies alles auch weiter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man hat das manchmal bei Vorträgen auch, aber bestimmt auch in Vorlesungen oder in Seminaren, dass dort Dozentinnen und Dozenten kommen, von denen man den Eindruck hat, wenn die erzählen, dass die unglaublich weit weg sind von der Praxis. Und dann fällt es einem unheimlich schwer, mir ist es zumindest immer so gegangen, denen zuzuhören und denen das abzunehmen, was die mir sagen. Weil ich dann immer gedacht habe, die berichten mir hier zwar Dinge, die hören sich ganz gut an, aber die haben keine Ahnung davon, wie die tatsächlich in der Praxis umzusetzen sind oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie man dieses Dilemma auflösen kann, denn wenn Sie in der Hochschullehre beispielsweise sind oder wie ich im Dialogzentrum, kann ich ja nicht parallel dazu weiterhin ganz normal in der Praxis arbeiten. Dazu kommt noch, dass man ja auch heute in Pflegewissenschaft oder in der Pflege studieren kann, ohne überhaupt eine praktische Ausbildung zu haben. Ich selbst habe zwar eine praktische Ausbildung, ich bin gelernter Altenpfleger und habe auch mehr als 15 Jahre in der Pflege gearbeitet und trotzdem bin ich jetzt mittlerweile, naja, im Grunde seit Mitte der oder Anfang der 2000er Jahre raus aus der Pflege. Und jetzt haben wir 2020. Also inwieweit kann oder ist das noch relevant? Als ich damals an der Uni Wittenherdecke studiert habe, Pflegewissenschaft, war dort quasi die Leitung des Instituts für Pflegewissenschaft, war Professor Christel Bienstein. Und Christel Bienstein beispielsweise und andere Hochschullehrer, Lehrer und Lehrerinnen damals in Witten, haben immer wieder in der Praxis zwischenzeitlich gearbeitet, nur um einfach oder um einfach nicht den Draht dazu zu verlieren, um nicht das wirkliche Gefühl für die Praxis. Ich kann mich gut erinnern, wie Christel Bienstein mir manchmal nachher auch erzählte, dass sie Nachtschichten gemacht hat im Krankenhaus, um einfach überhaupt mal wieder ein Gefühl dafür zu haben. Nicht selbstständig, sondern sie ist dann mitgegangen und mitgelaufen. Und ich denke manchmal darüber nach, dass das vielleicht einfach auch eine gute Idee wäre. Das mag in anderen Disziplinen auch so sein, aber ich kenne mich jetzt, sagen wir mal, nur in der Pflegewissenschaft und in der Pflege einigermaßen aus. Also diese Idee schwirrt mir manchmal im Kopf rum, dass es doch sinnvoll wäre, wenn man an einer Hochschule beschäftigt ist, ob Universität oder Fachhochschule, wenn man also an diesem beschäftigt ist, dass es vielleicht obligatorisch wäre, und früher war es das an manchen Hochschulen, von Zeit zu Zeit zumindest mal ein oder zwei Tage im Quartal oder im halben Jahr wieder in die Praxis zu gehen und in der Praxis mitzulaufen. Ich habe das ja mal in einer Ausgabe der Serie Nur ein kurzer Gedanke kurz bemerkt oder kurz skizziert, wie es mir gegangen ist, als jemand aus meinem engsten Familienkreise sehr schwer erkrankt ist und ich sozusagen dadurch nochmal wieder in die Pflege gegangen bin und gemerkt habe, wie schwer mir das zum Teil gefallen ist und mir wieder Fehler aufgefallen sind, die man so als Dozent, der nicht mehr viel in der Pflege ist, ja leicht thematisieren kann und leicht darüber sprechen kann. Aber die man, wenn man tatsächlich dort steht und diese Dinge machen muss, dass man dann manchmal über die Sachen ganz anders denkt. Also ich glaube, und das ist einfach nur mein Denkanstoß, dass es nochmal wieder zu überlegen wäre, dass Hochschuldozentinnen, Dozenten von Zeit zu Zeit nochmal in ihr Fach zurückgehen, zumindest in Praxisdisziplinen wie der Pflege da zurückgehen, um nochmal sozusagen Basisluft zu schnuppern, um nochmal selbst ihr Wissen zu überprüfen und ihre Ideen zu überprüfen und abzugleichen mit der Wirklichkeit. Also ich zumindest wäre dazu bereit. Jetzt können Sie natürlich zu Recht sagen, ja, können Sie auch freiwillig machen, Herr Rüsing. Ja, haben Sie recht.
Könnte ich natürlich. Aber trotzdem ist das jetzt hier ein Denkanstoß, in dem ich noch einmal sagen möchte, ich glaube, dass das vielleicht gut wäre, grundsätzlich für solche Disziplinen, die aus einer Praxisdisziplin entstanden sind, so wie die Pflegewissenschaft und das Pflegemanagement und anderes, wenn man in welcher Form auch immer von Zeit zu Zeit gezwungen ist, in die Praxis zurückzugehen, damit man seine eigenen Aussagen wieder auf Relevanz überprüfen kann. Und das darf auch ruhig, finde ich, von Seiten der Hochschulen, der Universitäten so von jemandem verlangt werden. Fände ich keine schlechte Idee. Der Professor Dr. George Evers, den ich auch sehr geschätzt habe, der leider viel zu früh verstorben ist, der hat das im Übrigen auch gemacht und den habe ich auch sehr bewundert. Ja, also das dazu, was meinen Sie dazu? Überlegen Sie es mal, vielleicht schreiben Sie mir, vielleicht schreiben Sie unter diesem Podcast oder unter dem Beitrag auf unserem Blog www.dzla.de. Also, bis bald. Nur ein kurzer Gedanke.